Am Ufer wuchsen die kleinen Büsche und die alten Kastanien hatten dort ihre dicken Äste fast bis zur Wasseroberfläche gebeugt. Sie waren gewachsen, als ob sie trinken wollten. Das Efeu, das sie umrankte, reichte tief ins Wasser hinein. Genau dorthin versuchte die Rotfeder zu fliehen. Dann ging alles ganz schnell. Eine Zehntelsekunde sahen wir den silbrigen Fischbauch unter der Wasseroberfläche aufblitzen. Ein Augenzwinkern lang war zu erkennen, wie der große Hecht das Maul mit der Doppelzahnreihe weit aufgerissen hatte. Dann sahen wir nur noch die Wasserkreise und die straff gespannte Leine, die Daniel durch die Finger glitt. Der Hecht tauchte ab. »Wir haben ihn!« Die Nylonschnurrolle tanzte in Daniels Hand, während er abrollen ließ. »Zieh an!« rief Lukas. »Zieh doch endlich an!« Aber Daniel schüttelte den Kopf. »Der braucht Zeit. Der muss erst schlucken, sonst spuckt er den Haken wieder aus.« »Soll ich den Kescher nehmen?« fragte Lukas. Daniel nickte. Lukas kletterte mit dem Kescher die Uferböschung runter. Hinter uns fuhr ein Auto in den Schlosshof.